Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind gerade mal 1,5, 2 Tage vor dem Release von Call of Duty Black Ops Cold War. Und was ich euch heute im Video erzählen werde, und ich garantiere es euch, ist kein Witz, ich verarsche euch nicht, kein April-Scherz, es ist mein voller Ernst. Und ich glaube, ich habe mich noch nie derartig verarscht gefühlt, wenn es um Videogames geht, wie jetzt. Viele von euch haben das Video von mir aus der letzten Woche ja gesehen. Es gab die ersten Leaks zu dem Release von Black Ops Cold War. Was für Maps mit drinnen sein werden, wie viele Waffen, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir wussten aber, 21 Scorestreaks sind schon in den Game-Daten mit drinne. 21 war relativ Standard, eher auf der Seite von, es sind ein paar mehr als sonst. In Black Ops 4 zum Beispiel waren es nur 15, was absolut schwach war. Es fehlte der Hater, der All-Time-Favorite und. Es fehlten also ganz viele Sachen. In der Beta hatten wir insgesamt 24 Waffen oder 25, mit denen wir spielen konnten. Das war Shotgun, Raketenwerfer, taktische Gewehre, Scharfschützengewehre, alles Mögliche. All das, was wir in der Beta hatten, war natürlich nicht annähernd das, was wir in einem Full-Release-AAA-Game wie Call of Duty erwarten können. Und Activision hat natürlich auch, wie letztes Jahr in Modern Warfare, den Leuten ganz klar im Marketing gesagt, Leute, alle DLCs sind wieder frei, alles, was ihr dazu bekommt, das ist alles frei. Und das ist etwas, was die Community schon im letzten Jahr gut angenommen hat. Was wir dann aber seit 2, 3 Jahren immer wieder sehen, und eigentlich waren wir ja dran vorbei dieses Jahr, dass ganz viele Sachen, die in das fertige Game gehören und dass die Games, wenn sie ausgeliefert werden, hier 13. November, dass die Sachen auch einfach drinne sind, dass die funktionieren und nicht, dass man mit der Zeit immer mal irgendwas bekommt, weil es irgendwie nicht fertig wurde. Dieses Jahr, Leute, ist heute geleakt worden, beziehungsweise gestern Nacht. Nero Cinema war der Erste, der es angesprochen hat. Wir bekommen nicht 20 Waffen zur Beta dazu, wir kriegen auch nicht 15 Waffen dazu und wir kriegen auch nicht 10 Waffen dazu. Wir bekommen zum Release 5 bis 6 neue Waffen nur noch dazu und das sind dann alle, die wir schon in der Beta hatten. Und jetzt werdet ihr euch denken, okay, 29 Waffen insgesamt, so schlimm ist das ja gar nicht. 29 Waffen ist das wenigste, was es jemals in einem Call of Duty zum Release gegeben hat. Und das Ganze geht noch weiter. Jetzt haben wir, ich hatte vermutet, dass wir am Ende bei 13, 14, 15 Multiplayer-Maps sind beim Release für den 6 gegen 6 Modus. Der normale Multiplayer-Modus, den alle von uns lieben, den wir alle spielen wollen. Pustekuchen. Wir werden beim Release für die 6 gegen 6 Lobbys oder Matchmaking 8 Maps insgesamt haben. Wovon wir, und jetzt kommt es, ja 5 bereits in der Beta gehabt haben. Dazu kommen 2 Maps, das macht das Ganze dann auf 7, die wir in den anderen Modi bereits hatten. Zum Beispiel in diesem Ground War Modus. Armada ist einfach runtergescaled auf 6 gegen 6 und wir spielen das dann. Das heißt, insgesamt kommt noch eine nagelneue Map zum Release und das war's. 8 6 gegen 6 Multiplayer Maps. 8 Leute. Und nicht nur, dass es nur 8 Maps sind, beziehungsweise 8 Maps und 29 Waffen, von den 21 Scorestreaks, die wir eigentlich ja schon in den Bildern in meinem letzten Video damals sehen konnten, die ja schon gescreenshottet waren, haben sie 5 Streaks wieder rausgenommen. Unter anderem ist der Flammenwerfer draußen, die Handcannon, das heißt die Deagle, der Annihilator von Seraph ist draußen, die Death Machine, das heißt die Sense ist draußen, der Air Run bzw. Strife, sowas wie ein A10, der 2-3 Mal hin und her fliegt, ist rausgenommen worden. Und, jetzt haltet euch fest, Leute, der Hater wird auch beim Release nicht dabei sein. Auch den Hater haben sie rausgenommen. Und jetzt saß ich da gestern und konnte nur noch mit dem Kopf schütteln und habe gedacht, wollt ihr mich eigentlich jedes Jahr noch mehr verarschen? Warum wird sowas in der Beta nicht irgendwie schon mal gezeigt oder gesagt? Warum wird im Marketing nicht gesagt, Leute, das Spiel ist noch lange nicht fertig, aber wir haben keine andere Option mehr. Wenn ihr die beiden Maps aus dem Modus Fireteam, was ja ein ganz anderer Modus ist, zu den 8 Maps dazu nehmt, den wir im Multiplayer haben, kommen wir auf insgesamt 10 Maps im 6 gegen 6 Modus.
all der Content, der in das fertige Game gehört, und zwar vom ersten Tag an, ist rausgekoppt worden, damit man irgendwie was hat, was man auf die Seasons verteilen kann. Das heißt, ich garantiere euch, Leute, auch Nuketown kommt ja nicht zum Release, sondern erst nach 2, 3, 4 Wochen. Warum auch immer. Es weiß keiner, warum das nicht im Release-Tag drin ist. Wahrscheinlich, weil die Leute dann nur noch für Nuketown voten, wenn wir es überhaupt voten dürfen. Keiner weiß es. Wir werden es auf jeden Fall irgendwie in den ersten 3, 4 Wochen von Release anbekommen. Aber, um das mal festzuhalten, zum Release von Modern Warfare hatten wir so viel Sachen, die rausgeschnitten worden sind, die später erst kamen, dass man schon gedacht hat, so schlimm kann es ja dieses Jahr nicht mehr werden. Und Activision wirbt eben damit, dass alle DLC-Sachen frei sind, dass man alles frei erspielen kann, und das stimmt. Aber es ist nicht so, dass wir das fertige Game bekommen mit den Maps und mit der Anzahl an Waffen, die wir früher hatten, sondern wir kriegen nur noch 60% oder 70% dieser fertigen Spiele, und die letzten 30%, die normalerweise bei diesem Produkt, denn wir zahlen ja auch am ersten Tag den vollen Preis, wir zahlen ja nicht im ersten Monat 30 Euro und wenn wir den Rest bekommen, zahlen wir nochmal 30, wir zahlen ja von Anfang an 60, 70 Euro. Diese Sachen haben sie jetzt auch im Black Ops Cold War komplett rausgenommen und geben uns das jetzt häppchenweise mit den einzelnen Seasons dazu, mit 1, 2 Waffen, die dann dazukommen, mit 1, 2 Maps, die dann vielleicht dazukommen und, damit wir das Gefühl haben, wir kriegen die Sachen ja alle umsonst. Letzten Endes ist das die absolute Verarsche. Super wenig Maps, so wenig Maps wie noch nie zuvor, so wenig Waffen wie noch nie zuvor. Dazu haben sie einfach die Möglichkeit für uns rausgenommen, dass wir vom ersten Tag an eine große Variabilität von Maps, Modi und allem haben, weil sie das Ganze so komprimieren, damit sie eben noch Monat für Monat neuen Content haben, dass man wirklich als Verbraucher, was wir alle sind, du, ich, nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Das ist eine absolute Frechheit, was sich Activision hier schon wieder erlaubt hat, und ich saß gestern 10 Minuten da und konnte nur mit dem Kopf schütteln, was das Ganze soll. Wir bekommen 35 Camos, das heißt Tarnung, zu diesen 29 Maps. Zu den 29 Waffen. Das einzig Positive daran ist, dass wir mit den verschiedenen Tarnungen relativ schnell auf Dark Matter grinden können am Anfang, weil wir nur so wenig Waffen haben. Aber sie haben so ein Marketing für dieses Game betrieben und gesagt, wir gehen zu den Wurzeln von Black Ops zurück und wir haben eure Kritik in den letzten Jahren gehört und auch bei Black Ops 4. Black Ops 4 war ein nicht fertiges Game, was bis heute nicht fertig ist. Modern Warfare hatte 3 Jahre Zeit, auch da wurde Content rausgenommen. Und jetzt sind wir so weit, dass für ein Game, wo man eben weniger Zeit hatte, dass nicht die Option irgendwo ist zu sagen, wir releasen das erst ein halbes Jahr später als sonst oder ein Jahr und verdienen eben erstmal ein bisschen weniger Geld. Nein, wir alle haben schon vorbestellt, haben das Spiel schon gekauft, viele haben schon vor sich liegen oder es wird zu denen geschickt. Wir sind wieder drauf reingefallen. Wir haben uns wieder verarschen lassen und es ist das dritte Jahr hintereinander, dass wir von vorne bis hinten verarscht werden. Nirgendwo war bisher davon die Rede, dass die wenigsten Maps aller Zeiten kommen oder die wenigsten Waffen oder die wenigsten Modi oder. Nein, wir kriegen wieder so wenig Content wie nur irgendwie möglich und dürfen uns jetzt darüber freuen oder ärgern, dass wir irgendwie mit den Monaten dann neuen Content dazu bekommen, der vom ersten Tag an im Game mit drin sein muss. Leute, ich will es euch ehrlich sagen, meine Laune war richtig hoch, ich hatte richtig Bock, ne? Auf YouTube das Game grinden, neue Serien erfinden, einfach wieder ein guter Multiplayer, der Spaß macht. Der Hater war für mich so elementar, denn der Hater in Modern Warfare hält nur 10 Sekunden, mit den Lobbys da kriege ich sowieso im Leben keinen. Da in Modern Warfare, Leute, habt ihr echt keinen Spaß, also ich nicht. In Black Ops 4 gab es keinen Hater und jetzt haben wir den. Wir haben das Image gesehen, wir haben gesehen, wie viele Punkte er kostet und es wird einfach rausgenommen. Ganz ehrlich, Leute, warum? Ich kann es nicht mehr verstehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Findet ihr das fair, weil sie nur 1,5 Jahre Zeit hatten? Oder seht ihr es wie ich und sagt, das ist nicht mein Problem, sie bringen das Produkt raus. Dann muss es auch einfach fertig sein. Lasst es mich gern wissen, lasst gern ein Like da und gern ein Abo. Ich bin raus, haut rein.